Hallo und herzlich willkommen. Wir haben die Firma Pano besucht. Das ist die Firma, die diesen Deckel mit dieser Dichtung herstellt. Diese Dichtung nennt sich Blue Seal und sie hat ganz spezifische Eigenschaften. Eine davon und die wichtigste ist, sie ist PVC-frei. Und das ist nicht nur eine Dichtung. Da gibt es wirklich ganz viele interessante Sachen zu, die euch bestimmt interessieren können. Während des Besuchs hatte ich die Gelegenheit, den Geschäftsführer Herrn Stock zu interviewen und der erzählt uns alles. Also bleibt dran und schaut es euch an. Die Firma Pano wurde 1920 gegründet und ist somit tatsächlich bereits 100 Jahre alt. Die haben sich eigentlich durch die ganze Geschichte hindurch immer mit Einfallsreichtum ausgezeichnet. So haben sie zum Beispiel in den 30er Jahren den wahrscheinlich ersten Metallverschluss mit Vakuumdichtung entwickelt. Da seht ihr hier auch ein Bild. Ganz spannend. Und diese Firma hat das eigentlich immer weiter fortgeführt. Irgendwann musste sie sich der Geschichte beugen und hat angefangen, auch Twist-Off-Verschlüsse herzustellen, die seit den 60ern so in den Markt drückten, dass man mit anderen Verschlüssen einfach nicht mehr durchkam. Aber jetzt, vor kurzem, gar nicht lange her, das war 1900, wann war das mit dem dänische Ding? 2005. 2005 gab es in dieser Twist-Off-Deckellandschaft eigentlich so einen richtig großen Knall. Denn in Dänemark hat er eine Studie bewiesen, dass bei fetthaltigen Füllgütern aus der Dichtung hier Schadstoffe gelöst werden. Ich möchte nochmal betonen, nur fetthaltige Füllgüter, nicht Marmelade oder sowas, nur alles, was Fett hatte. In der Zeit waren auch die Pestos total in und jeder legte Kräuter ein. Das heißt also, das war ein ziemlich großes Ding. Die EU beschloss daraufhin, bestimmte Werte festzulegen, die natürlich die normalen Dichtungen einfach bei fetthaltigen Füllgütern gesprengt haben. Und damals war das so, dass diese Idee des das Problem an der ganzen Sache war das PVC in der Dichtung, weil diese Dichtung muss ja weich bleiben und PVC beinhaltet einfach Stoffe, die sich dann lösen können. So, und es ging um PVC-freie Verschlüsse. Dass das eventuell möglich ist, war schon im Gespräch, aber es hat sich tatsächlich von den riesengroßen Firmen keiner getraut, diesen Schritt wirklich zu machen. Und da kommen wir wieder zu Pano, dem innovativen Unternehmen, denn Pano ist im Vergleich zu diesen riesen Big Playern auf dem Bereich der Twist-Off-Verschlüsse eigentlich eher eine kleinere Firma. Wir würden trotzdem sagen, sie ist riesengroß, aber so im Vergleich zu den anderen würde man eher sagen, sie ist etwas kleiner. Und die haben den großen Mut bewiesen, einfach zu sagen, wir machen das jetzt. Und so ein Werk einfach mal umzustellen, das ist gar nicht so ganz einfach. Ich will aber jetzt gar nicht viel mehr darüber sagen, denn ich habe ja dieses Interview gemacht mit Herrn Stock. Und da erzählt er das eigentlich auch ganz genau. Und den Film werden wir euch jetzt zeigen. Wir sind hier jetzt mit dem Geschäftsführer von Pano, Herrn Stock. Und der wird uns jetzt mal erklären, was ist eigentlich Blue Seal? Sie waren ja die Ersten, die überhaupt, sagen wir mal, sich getraut haben, sowas zu machen. Das ist für die Deckelindustrie ja eine riesen Innovation gewesen, ne? Bestimmt. Dann erzählen Sie doch mal. Ja, Blue Seal ist deswegen entwickelt worden, weil es in den früheren Jahren bei öligen Produkten zu Migrationsproblemen gekommen ist. Das bedeutet, Weichmacher aus dem Dichtring ist in das Füllgut reingekommen. Ja. Und die Anforderung von Dittmann war, das war der erste Kunde, bring mir eine Lösung, wo das nicht mehr ist. Dann ist Herr Eberhardt zusammen mit der Firma Artega und mit Dittmann losgegangen, haben Entwicklungen betrieben. Und in 2011 konnte man sozusagen eine industriell gefertigte Lösung anbieten und hat es sukzessive ausgebaut. Ja, das ist ja für die Deckelindustrie, die hat ja immer mit PVC oder mit Dichtungen, mit Weichmachern gearbeitet, weil es muss ja weich sein, das Material. Ja. Und wie wurde das denn angenommen? Also jetzt, Dittmann hat ja damit angefangen. Wie hat sich das denn weiterentwickelt? Das hat sich natürlich erstmal in den ersten Jahren langsam entwickelt, ist aber zwischenzeitlich so, dass wir von ca. 3,5 Milliarden Verschlüssen, die in Deutschland benötigt werden,
schon ein Drittel in PVC-freien Varianten am Markt wiederfinden. Pano hat dort mit 45-40% Marktanteil eine führende Position. Aber das ist ja für so eine, also wenn ich das so mitgekriegt habe, Sie sind ja eigentlich ein spezialisierterer und kleinerer Hersteller. Das ist also eine ganz große Menge eigentlich, das oder? Liegt einfach daran, dass wir uns komplett für PVC-frei entschieden haben. Das heißt, in den Jahren 2011 bis 2016, 17 hat man sozusagen parallel produziert. Ende 2018 haben wir dafür entschieden, nur noch in PVC-frei zu gehen. Und haben PVC freizugehen und haben PVC-Produktionen für den Verschluss eingestellt. Das heißt, heute sind wir dort Marktführer mit einem Werk in Itzehoe, was sich dort sehr, sehr stark mit PVC-freien Verschlüssen beschäftigt. Ja, und wenn ich es richtig verstanden habe, wollen Sie ja ausschließlich nur noch PVC-frei, also nur noch Plusil-Dichtung machen. Wir machen nur PVC-freie Dichtungen. Plusil ist der größte Anteil. Wenn ein Kunde das in Weißausführung haben will, dann kann er das auch von uns bekommen. Wobei, das ist ja eigentlich dumm, weil ich meine, der Endkunde sieht ja Plusil super. Keine Schadstoffe. Ja, gut, das ist richtig. Plusil ist der erkennbare, ja, PVC-freie Verschluss. Ja. Aber natürlich möchte der Kunde vielleicht auch keinen blauen Dichtring haben, weil er andere Verschlüsse auch noch einsetzen will. Das ist für uns okay. PVC-frei hat einen Nachhaltigkeitsaspekt. PVC-frei ist für uns ein lebensmittelsicheres Verschlusssystem. Deswegen ist es für uns einfach die einzig richtige Variante. Und obendrein scheint es ja auch noch einen ganz großen Umweltaspekt dabei zu geben, nicht wahr? Ja, wir haben in den vergangenen Jahren, viele Jahrzehnte, natürlich mit flüssigen Compounds gearbeitet. Weißt du, kennen Sie flüssige Compounds, wie die ausschauen? Ja, machen Sie mal. Natürlich hier mal. Zauberei, Zauberei. Haben wir hier einen flüssigen Compound. Könnte man sehen, wie er sich bewegt. Das ist der flüssige Compound, der in den Verschluss eingespritzt wird, in das Innere. Das ist ja richtig, das ist richtig, ja, flüssig. Das ist richtig flüssig, ne? Ja, ja, es ist das heißt, es muss aber auch richtig erhitzt, weil es, wenn wir es im Deckel haben, ist es ja... Ja, das ist eine klebrige Masse, ja, die dann, wenn sie eingespritzt ist, durch einen Ofen ausgetrocknet wird, sodass daraus ein plastischer Ring entsteht. Dieser Energieeintrag, der natürlich dann mit viel Gas betrieben wird, können wir bei dem Granulat, das wir verflüssigen und das dann zu einem Plusil-Ring verformt wird, natürlich vermeiden. Das heißt, wir können wirklich 70% Energie einsparen, was wiederum dazu führt, dass wir ca. 40% CO2 einsparen bei der Verschlussherstellung. Ja. Und dadurch, dass wir ab 2021 auch nur noch grünen Strom einsetzen, haben wir dort eine gute, sehr gute Ökobilanz. Das ist weil toll. Wir damit einfach halt kein CO2 mehr produzieren. Ja, also ich habe, als ich Ihr neues Gebäude gesehen habe, da kommt ja überhaupt kein Rauch raus, ne? Nein, weil wir nur mit Strom arbeiten. Es gibt also kein Gas, kein Ofen und kein Dampf und keine verpestete Luft. Gibt es irgendwelche Nachteile des Plusils? Kann man ihn für irgendwas nicht verwenden? Ist er irgendwo nicht einsatzbereit? Oder wie sieht das damit aus? Es gibt keinerlei Einsatzeinschränkung. Hm. Die Verwendung wird immer stärker. Ja. Der Handel fordert immer mehr von diesen PVC-freien Verschlüssen. Das liegt in der Nachhaltigkeit. Und die Einsatzeinschränkungen gibt es nicht. Das heißt, das Einzige, was man sagen muss, ist, wir haben ihn ja schon im Sortiment, er ist ein bisschen teuer, nicht wahr? Das ist so. Ja. Das liegt einfach an dem Verfahren. Ja. Das liegt an den Dingen, die praktisch damit auch in den Investitionen verborgen sind. Und es liegt natürlich auch daran, dass wir von den Fertigungsgeschwindigkeiten nicht so hoch sind, wie das in einem PVC-Fertigung bisher möglich war. Ja, aber dafür ist es bessere Ökobilanz, keine Schadstoffe, ja, kann man einfach so sagen, keine Schadstoffe, ne? Ja. Und im Gesamten einfach besser, also einsatzfähig für alles, nur ein bisschen teurer. Das ist das Einzige, was den einzigen Nachteil, den es gibt, oder? Ja. Nur, das ist aber eigentlich nicht ganz so ein großer Nachteil, ne? Ja. Okay. Das würde ich auch so sehen. Genau. Also, wir sehen, dass es unseren Kunden das wert ist.
Und die funktionieren wirklich ganz gut, das weiß ich natürlich, sonst würde ich hier ja gar nicht sitzen. Ja. Schön. Wie sieht denn die Zukunft aus? Wir glauben, dass PVC-freie Verschlüsse noch stärker an Bedeutung gewinnen. Mhm. Der Kunde wird immer mehr den Verschluss umdrehen, wird nach einem blauen oder einem PVC-freien Ring suchen und damit einfach dem Produkt eine höhere Wertigkeit geben. Wir glauben, dass wir bis 2025 auch aufgrund gewisser europäischen Regularien eine stärkere Verbreitung haben, die sich bei 60-70% PVC-frei bewegen wird. Man kann ja PVC-freie Verschlüsse auch von anderen Firmen kriegen. Ich beziehe sie ja gerne bei Ihnen, weil ich weiß, was ich habe. Ja. Aber wollen Sie mir mal sagen, was ist denn der Vorteil, den Dusil bei Pano zu kaufen und keine woran liegt der Vorteil von Pano? Was ist so der? Ich möchte vorausschicken, dass PVC-frei für sich, für uns immer ein guter Verschluss ist. Also es ist egal, wo man ihn kauft, es ist dass immer besser PVC-frei als nicht. Unsere Überlegungen in Richtung Nachhaltigkeit lassen nicht zu, dass wir sagen, ein anderer PVC-freier Verschluss ist schlecht. Das gut, also hat. Alle PVC-freien Verschlüsse es sind immer besser als alles andere. So ist das. Okay, sollte man den Blue Seal kaufen? Blue Seal ist der erkennbare Unterschied. Das heißt, wenn Sie als Unternehmen, als Abfüller einen PVC-freien Verschluss einsetzen, ist der Unterschied nur zu erkennen, wenn Sie einen blauen Ring drin haben. Der normale Anwender kann es nicht erkennen, dass es jetzt ein PVC-freier oder ein PVC-Compound eingesetzt ist. Bei Pano würden wir davon ausgehen, dass wir zum einen natürlich die Entwickler sind, in der Materie sehr, sehr tief unterwegs sind, Lösungen bieten können für unsere Anwendungen, wo wir auch häufig gefragt werden. Auch für uns wichtig ist, dass dann schnelle Antworten gegeben werden. Wir sind hier am Standort Deutschland. Das heißt, wir produzieren in Deutschland mit all dem ganzen Umfeld für deutsche Unternehmen. Mach mal eine Klammer auf. Strom ist in Deutschland extrem teuer. Wir setzen sehr viel Strom ein, haben aber einen Energie- und einen Nachhaltigkeitsvorteil damit. Trotz allem ist das bei Pano im Produkt hinterlegt. Pano ist ein Unternehmen, was familiengeführt ist, was in dem Wertekanon eine wichtige Verbindung hat in die Region. Und deswegen ist es eine gute Idee, bei Pano zu kaufen. Pano ist übrigens gerade 100 Jahre alt geworden. Die haben wirklich tatsächlich 100 Jahre Erfahrung mit Deckeln. Und dass der Blue Seal, der toppt eigentlich alles, was diese Deckel ausmacht. Das ist das, was ich empfinde, weil ich bin der Meinung, das ist ein Geniestreich. Und egal, ob es andere Anbieter gibt oder nicht, PVC-frei ist immer besser, aber Pano war halt der erste, viel Erfahrung und ist einfach für mich das Beste. Schön. Ja, also herzlichen Dank für das Interview. Gerne geschehen. Das war also das Interview. Das fand aber erst so ziemlich gen Abend statt. Wir waren den ganzen Tag bei der Firma. Wir haben die ganzen Produktionsprozesse angeguckt, unter anderem auch deswegen, weil wir nämlich einen ganz speziellen Deckel produzieren lassen bei Pano. Das ist aber eine andere Geschichte und dazu gibt es ein anderes Video. So. Und jetzt am Ende möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken. Einmal generell bei der Firma Pano, dass wir da hinkommen konnten und die haben, auch die anderen Mitarbeiter, die haben sich so toll um uns gekümmert und uns alles erklärt. Wir sind ja nun Laien, also mit Metallbedruckungsmaschinen kennen wir uns nicht so gut aus, aber die waren wirklich geduldig, die haben uns das alles ganz toll erklärt. Also herzlichen Dank an alle Mitarbeiter. Ganz speziell möchte ich mich aber bei Herrn Stock bedanken, dem Geschäftsführer, mit dem ich auch das Interview gemacht habe. Ich möchte mich bei Frau Mikulajczyk bedanken, denn sie betreut uns und zwar schon seit sehr langer Zeit und sie ist auch schon unheimlich lange in der Firma, obwohl sie ganz jung ist, also ganz toll. Sehr, sehr nett. Und dann möchte ich mich bedanken bei dem Inhaber und weiteren Geschäftsführer, Herrn Eberhardt. Der ist extra gekommen, um Hallo zu sagen und dem durfte ich Fragen stellen. Auch sehr, sehr interessant und es hat mich unheimlich gefreut, dass er gekommen war. Herzlichen Dank. So, und das ist schon alles
für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.